Grüß euch servus, grüßt ihr hin zu einem dezenten Wiener Liedwissen kompakt. Du hast gesagt, wir müssen was über die Blues-Schrammeln erzählen. Es haben etliche Leute in letzter Zeit angesprochen darauf, dass ich ein bisschen was über die Blues-Schrammeln erzähle. Eine Formation, die wir auch mitgegründet haben. Und das war vor 12 Jahren jetzt in der Zwischenzeit. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, es ist unglaublich. Und zwar war das ein Projekt im Zuge der Wiener Festwochen. Für die Schlussveranstaltung der Wiener Festwochen wurde eine Gruppe gesucht oder eine Zusammenstellung von Wiener Lied und Rockmusik. Typisch Wiener Instrumente mit einer Rockpartie zusammen. Und so haben wir uns zusammengefunden. Das heißt, uns ist gut. Ja. Wir sind 6 Personen, unter anderem eben Klaus Steurer, meine Wenigkeit. Also die 16er Buben. Die 16er Buben und noch 4 andere Leute. Richtig. Der Uli Winter, der Herbert Nowacek am Bass, der Toni Griebaum am Schlagzeug. Und dann haben wir natürlich noch einen Star, Uli Blier. Ja. Und das haben wir zu 6. Und mit dieser Mischkulanz an Musikern, die alle durch die Bank herausragend gute Musiker sind, mhm, und vor allem mit Gespürarbeit. Es spielt keinen anderen an die Wand, obwohl das 6 Persönlichkeiten sind, die jeder Solisten sind eigentlich. Jeder Solist ist. Richtig. Das ist so. Aber es ist im Zusammenspiel einfach so, dass jeder sich zurücknimmt und einfach aufs gesamte Projekt schaut. Und das ist einfach sowas von Leimann, das kann nichts auf der Bühne nichts passieren. Die Vorgabe war schon, dass man sozusagen Wiener Lied und Klassiker des Rock-Pop-Blues-Genres mehr fusioniert. Ja? Also dass das schon ineinander schwimmt, das muss man erst einmal erarbeiten. Uli Winter und die sind dann in der zusammengekommen und haben einmal über, also er die Rockstickeln, ich die Wiener Lieder, und da haben wir mal so ein bisschen so eine Vorselektion gemacht und dann sind wir im Proberaum und haben eben mit den anderen das Ganze dann zusammengestickelt. Damals haben wir noch gar nicht Blues-Schrammeln gehassen. Und da sind wir mal da gestanden und haben halt einmal ein bisschen was gemacht, das war schon eine Stickelarbeit. Das war schon eine Stickelarbeit und das Konzert hat dann nicht stattgefunden, weil das liebe Wetter hat nicht mitgespielt bei der Schlussveranstaltung der Festwochen. Dick. Somit ist es ins Wasser gefallen und wir waren dann eigentlich alle, haben gesagt, du gut, wir haben jetzt geprobt gehabt und wir haben schon gemerkt, wir verstehen uns eigentlich musikalisch ganz gut und ja, auch privat auch ganz gut. Also es ist schön zu arbeiten. Dann haben wir selber auf die Füße gestellt, unser erstes Konzert beim Bahnkraxler. Es war so, dass wir gesagt haben, das hat Potenzial. Das braucht sich keiner genieren. Richtig. Nein, überhaupt nicht. Das richtig. Und dann, ja, der legendäre Bahnkraxler. Das war eigentlich unser Stammlokal dann. Im 19. Bezirk, mittlerweile natürlich niedergerissen. Niedergerissen, ja. Wohnungen werden hingebaut im 19. Das ist ja wurscht, nur mit Platz eben Wien. Ne? Ein kleiner Seitenhieb, wo wir sagen können, dass die Wiener Stadtentwicklung schon ein bisschen gefühlvoller vorgehen wollte, sagen wir so. Das war schick gesagt. Also so diplomatisch sind wir normal nicht. Der Uli Winter wusste nicht wen, und der Georg Weilguni wiederum hat gesagt, ruf die 16er Pullman. Ja. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Die Blues-Schrammeln spielen heute natürlich noch. Da haben natürlich Informationen, wenn Sie haben wollt, findet man auf unserer Homepage 16erpullman.at. Da sind die ganzen Daten dabei. Also da findet man dann eben auch unter Projekte die Blues-Schrammeln. Genau. Facebook-Seiten gibt es eigene für die Blues-Schrammeln. Da sind auch die Termine drin. Das ist einfach ein Wahnsinn. Herbert Nowacek dabei, ein Idol meiner Jugend, ich muss hier ein bisschen in meine Jugendzeit schweifen. Ne? Der hat 1972, ich bin 1977 geboren, ja, 5 Jahre davor hat der die große Showchance bei Peter Rapp gewonnen. Gruppe Essig. Gruppe Essig. Dann mit Ludwig Hirsch gespielt, Bass gespielt, dann mit der ganzen österreichischen Szene als Bassist im Studio gewesen. Und ja, einer der ganz großen eigentlich. Also ich glaube 1980 oder sowas. Also. Ja, so, ja, ist auch der Apache. Wir genießen es so sehr, mit ihnen zusammen zu sein und Musik zu machen. Die Mischkulanz von Wienerisch und Rock und Blues und Pop, die ist schon was Spezielles, was wir da fabriziert haben. Muss ich wiederum ein bisschen Eigenlob loswerden, aber grandios. Wobei hier wirklich einer, deswegen habe ich vorher gesagt, Mastermind, der Uli Winter, ist schon so ein bisschen so der Bandleader. Ich sage immer, er ist der Kapellmeister. Der Kapellmeister. Der Uli, der Bär und ich sage immer, jetzt der Kapellmeister. Der Kapellmeister. So ist es. Ich hoffe, ihr kommt einmal vorbei. Blues-Schrammeln, und wir hätten uns gefreut, natürlich, wenn wir uns einmal treffen bei einem Konzert von den Blues-Schrammeln. Und jetzt, wie gesagt, beenden wir mit einem gewaltigen Schluck auf unseren Kapellmeister, auf den Uli Winter. Und natürlich ein tolles Puzzle an unsere Kollegen Uli Bär, in Toni Griebaum, in Herbert Nowacek. In diesem Sinne, auf die Blues-Schrammeln. Zum Wohl. Zum goldenen Kranzel, tanzt man modernen Tanzel, das kennen die alten Leute, und es passt in die neue Zeit.
im siebten Himmel, tanzt man den echten Schimmel. Der ist, was ist, kein Pflanz, was soll denn tanzen?